willkommen zu einem neuen Video. Und zwar gibt es mal wieder seit langem ein neues Do-It-Yourself-Video von mir. Dieses Mal habe ich zwei Kalender für euch, die ihr ganz einfach nachmachen könnt, die auch nicht so zeitintensiv sind. Und ich freue mich, die euch zu zeigen, denn ich habe da wirklich viel Mühe und Zeit und Arbeit reingesteckt und hoffe, das Video gefällt euch. Falls ihr einen von diesen Kalendern nachmachen solltet und das auf Instagram postet, könnt ihr mich da sehr gerne drauf verlinken, da würde ich mich super mega drüber freuen. Und ja, es gibt auch noch eine Verlosung in diesem Video und zwar werde ich einen dieser Kalender verlosen. Aber dazu gibt es dann am Ende des Videos nochmal mehr und dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei dem Video. Was ihr braucht, ist ein stärkeres Papier. Ich habe da hier Packpapier genommen. Dann habe ich mir hier noch 24 Sticker gekauft, also für den Adventskalender direkt. Die könnt ihr aber auch selbst machen. Und dann braucht ihr 24 Klopapierrollen. Also ich bin das Ganze ja über immer am Sammeln. Dann habe ich erstmal das Packpapier auf dem Tisch ein bisschen festgeklebt, da das immer so gerollert war und da hätte ich halt nicht zeichnen können. Und dann braucht ihr erstmal 24 Kreise. So, wenn die dann fertig gezeichnet sind, muss man dann alles nur noch ausschneiden. Also ist ja relativ selbsterklärend, was ich hier mache. Übrigens habe ich die etwas größer ausgeschnitten, als ich die Kreise eigentlich gezeichnet habe, damit die wirklich über die Klopapierrollen überlappen und nicht Kante an Kante sind, dass es dann vielleicht doch nicht ganz passt. Dann habe ich mir eine Pappe gesucht und die hatte ich jetzt hier noch von irgendeiner Sendung von Amazon. Und da habe ich mir jetzt einfach das Rechteck ausgeschnitten und habe das dann auch nochmal einfach schöner geschnitten, dass diese Ränder, die so ein bisschen verfranst sind, ein bisschen weg sind. Und darauf konnte ich dann mein Gebilde drauf basteln. Also ihr seht ja, habe ich erstmal rumexperimentiert, wie es denn sein könnte. Wie das ganz fertig ist, das seht ihr dann erst später, weil das ist jetzt auch noch nicht das komplett fertige, weil hier fehlen nochmal Rollen. Aber ich habe es dann am Ende doch irgendwie geschafft, da drauf zu kriegen. Und ja, das Ganze wird dann einfach mit Heißklebeleim draufgeklebt. Ich hatte erst probiert, das mit ganz normalen Flüssigleim zu machen, aber ich fand, irgendwie hat das nicht so gut gehalten und es hat dann auch ewig gedauert mit dem Trocknen. Und dann habe ich mich einfach dafür entschieden, das mit Heißklebepistole zu machen. Das ging sehr viel schneller und ja, hat halt wirklich sehr, sehr schnell geklebt und kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Also ich werde es jetzt auch öfters so machen, wenn ich sowas bastle. In der Zwischenzeit, wo das dann erstmal noch weiter vor sich hingetrocknet hat,
habe ich Pralinen gemacht und die gehen super, super einfach, wenn man sie ganz einfach machen möchte. Und zwar habe ich mir einfach nur Schokolade gekauft und habe die dann in der Mikrowelle geschmolzen. Da müsst ihr vorsichtig sein, also stellt nicht zu hoch ein, denn dann ja, verbrennt es ganz schnell und ist dann nicht mehr so lecker. Ich habe das immer mal so ein bisschen dann wieder umgerührt zwischendurch, bis es dann flüssig war. Und dann könnt ihr das auch schon in solche Form geben. Also ich habe hier extra solche Pralinenförmchen und eine Eiswürfelform. Und da habe ich das dann einfach alles reingegeben. Das Ganze kommt dann noch in den Kühlschrank, da geht das wirklich sehr, sehr schnell, also ihr könnt das dann in einer Stunde auch schon wieder rausnehmen, wenn überhaupt so lang. Und die habe ich dann alle einzeln in Frischhaltefolie gepackt, also da habe ich eine Frischhaltefolie einfach klein zurechtgeschnitten und habe die dann dort verpackt. Und dann habe ich für meine Schwester auch noch, noch so kleine andere Dinge mit reingetan, so Masken und so Lippenprodukte und so. Und da hat sie halt überall mal eine kleine Überraschung oder eine Praline drin. Ja, dann geht es auch schon wieder ans Zumachen. Da habe ich auch einfach nur die Heißklebepistole genommen, habe oben auf dem Rand ganz vorsichtig den Leim drauf gemacht. Da müsst ihr auch wirklich aufpassen, dass es dann irgendwie reinkommt. Das ist dann auch nicht so schön. Und dann einfach die Blätter, diese Zettelchen, die wir vorher ausgeschnitten haben, dann einfach draufkleben. Und das funktioniert wirklich super. Also das klebt bombenfest. Man kriegt es auch überhaupt nicht wieder ab. Also ich habe da versucht, eins nochmal abzumachen. Das geht gar nicht mehr. Das geht so schnell. Und ja, das war's dann eigentlich fast auch schon. Dann kommen dann noch die Aufkleber drauf, die ich gekauft hatte. Wie gesagt, ihr könnt die auch selber machen. Aber ich fand die total schön, hatte die halt unterwegs gesehen und habe sie dann gleich mitgenommen. Und ich hatte dann auch noch Kreuze gemacht, da wo halt eine schöne Überraschung drin ist, damit das so besondere Tage vielleicht sind. Ja, das ist dann auch schon der erste Kalender. Ich finde ihn super, super schön. Ich hatte erst auch überlegt, ob ich den noch anmale, aber irgendwie, weiß ich nicht, gefällt mir dieses Grau und Braune so von dem Karton irgendwie total super, also auch mit diesen Aufklebern zusammen. Das finde ich total schön und meine Schwester hat sich auf jeden Fall sehr drüber gefreut und ich freue mich schon darüber, was sie dann sagen wird, wenn sie dann langsam alles aufmacht. So, dann kommen wir mal zum zweiten Kalender. Da braucht ihr eigentlich ja einen Bleistift, eine Schere, irgendwas zum Draufkleben, zum Basteln so, also so Washi-Tape oder andere Klebeelemente, die ihr irgendwie habt und so irgend so ein schönes Papier. Ich habe da so Designblöcke. Ihr könnt aber auch ganz normales Tonpapier nehmen, in farbig. Also es ist euch ganz überlassen, wie ihr das gestalten wollt. Ich hatte so Designblöcke und da habe ich mir erstmal so passendes Papier rausgesucht, was halt irgendwie dazu passt. Ich hatte hier erstmal eine Vorlage gemacht, die aber leider ein kleiner Fail war, denn wie ihr hier seht, ging das leider nicht ganz zu, also man hätte da eine riesengroße Lücke gehabt und das empfehle ich euch auch, wenn ihr sowas macht, macht immer irgendwie eine Vorlage erst auf so irgendeinem Papier, was halt weg kann und ich habe es dann nochmal gebastelt und dann ging es auch wirklich zu und das könnt ihr jetzt als Vorlage nehmen für eure erste Pappe sozusagen und weil das so sehr dünn ist, habe ich dann die erste Pappe sozusagen immer wieder für die anderen genommen, weil dann ging das halt viel, viel schneller mit dem Abzeichnen. Ja, und hier seht ihr, ich habe meine Vorlage so nach so einem Tee, also so nach so einer Teepackung gemacht.
da das ungefähr das Größte ist, was ich dabei habe. Also bei anderen Dingen konnte ich ganz gut einknicken. Und ja, jetzt schneide ich einfach 24 von diesen Schablonen aus, also diese Briefumschläge. Und das hat auch schon mal Zeit in Anspruch genommen. Und da seid ihr auch erstmal etwas beschäftigt. Ich habe dann versucht, zu jedem, was ich reingelegt habe, noch irgendwie eine schöne Widmung zu machen oder einen schönen Spruch oder ein Zitat oder so. Also ich habe mir dann irgendwie ein bisschen was rausgesucht oder mir selbst was ausgedacht. Und ich hoffe, das gefällt dann auch wirklich. Also ich fand es irgendwie schön. Ich finde es immer sehr schön, wenn man noch irgendwie was Persönliches mit drinne hat. Und ich habe das ein bisschen versucht auch mit anzupassen, nach dem, was dann halt reinkommt. Und das braucht ihr einfach nur zusammenfalten. Und damit eurem Aufkleber, eurer Wahl, irgendeinen Sticker, Washi-Tape, was auch immer, einfach nur noch zumachen. Und je nachdem, was für starkes Papier ihr habt, also ich habe bei manchen auch gemerkt, wenn das zu stark ist, dann klebt das nicht so super, könnt ihr auch mit Washi-Tape das nochmal dazwischen ein bisschen festmachen und dann klappt das auch alles. Und das Ganze geht dann weiter und weiter und weiter, bis man fertig ist. Übrigens könnt ihr diesen Kalender hier gewinnen. Also den habe ich jetzt extra gemacht für jemanden für euch. Und wie ihr daran teilnehmen könnt, um den zu gewinnen, ist wie immer ein Abonnent meines Kanals sein, dem Video einen Daumen nach oben geben und auf Insta diesem Bild hier einen Kommentar geben, und zwar, was ihr euch zu Weihnachten wünscht. Das würde mich mal mega interessieren. Und so macht ihr dann auch schon mit, weil über Insta geht das alles ein bisschen einfacher. Und dann wünsche ich euch ganz viel Glück. Und da habe ich hier so eine kleine Kiste noch gefunden vom Manda Shop, weil ich mir damals bestellt hatte. Und da habe ich die dann reingemacht und hatte noch so Watte, und dass es ein bisschen so weihnachtlicher aussieht. Und habe die dann ganz durcheinander reingetan und verschieden irgendwie vorne dekoriert, dass man die Zahlen irgendwie findet. Und ja. Ja, wie schon im Video erwähnt, könnt ihr einmal diesen Kalender hier gewinnen. Das ist der mit den, ich sag mal, Sprüchen drin. Dann habe ich noch so ein paar Beauty-Produkte mit reingepackt. Und ja, also der Gewinner wird einfach sehen, was ihn einfach im Dezember erwartet. Und da freue ich mich sehr drüber, dass ich das dieses Jahr schaffe, also geschafft habe, weil das hatte ich letztes Jahr schon vor. Und was ihr dafür tun müsst, steht alles in der Infobox nochmal, aber ihr habt es jetzt auch im Video gehört. Und dann wünsche ich allen ganz, ganz viel Glück. Und ja, da würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir sehr gerne unten in den Kommentaren da lassen, ob es euch gefallen hat, ob ihr mehr Do-It-Yourself selbst wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video bald wieder. Tschüss!